Willkommen zurück zur nächsten Folge unserer BVB-Karriere hier in FIFA 21. Mittlerweile schon Folge 3 und in dieser Folge wollen wir natürlich die aktuelle Saison beenden. Haben ja im Winter erst übernommen, stehen jetzt hier kurz vor dem Champions League Achtelfinale gegen Real. Das wird richtig, richtig spannend. Spielen noch ein paar Spiele in der Liga und dann war es das mit dieser Saison. Nächste Folge geht es dann rein in die neue Saison, wo wir auf jeden Fall einen gewissen Umbruch in der Mannschaft tätigen werden. Der BVB wird das wohl dann echt auch so tätigen. Heute schon ein paar Dinge, die wir klären werden. Die meisten Kommentare aus der ersten Folge werde ich dann aber in die nächste Folge einbauen. Heute aber zwei Abstimmungen und schon mal ein Kommentar. Ja, und die erste Abstimmung war ja, wie wir auf der Torwartposition weitermachen. Und da haben wir uns eher dazu entschieden, dass wir auf die Jugend setzen werden und auf Roman Bürki. Einen neuen Torwart werden wir wohl eher nicht holen. Aber das ist, finde ich, auch völlig in Ordnung, denn Roman Bürki ist nach wie vor gut. Dennoch werden wir in dieser Saison noch Hits weiter einsetzen, einfach um da eben ein Zeichen zu setzen. Und dann können wir im nächsten Sommer eben wieder auf Bürki wechseln. Und dazu, ich glaube, das ist auch ausschlaggebend dafür, dass wir, ja, dass so viele für die Jugend gestimmt haben, haben wir mit Gabin Rocher ein absolutes Megatalent auf der Torwartposition, der wahrscheinlich noch in dieser Folge, ja, irgendwann sein Debüt geben wird, sofern das Ganze möglich ist. Eine sehr, sehr eindeutige Abstimmung gab es hingegen zu Neuhaus. Alle, die daran teilgenommen haben, haben für Ja gestimmt. Das ist sehr, sehr erfreulich, also den wollt ihr auf jeden Fall holen. Dazu aber noch ein Kommentar von Paul, der da ein bisschen tiefer in die Materie eingeht. Und zwar sagt er, dass wir Neuhaus nur holen sollten, wenn wir nächstes Jahr auch Champions League spielen. Das ist ja aktuell noch nicht so ganz klar. Aber ja, das sehe ich auf jeden Fall so wie Paul, weil Neuhaus wird definitiv zu einem Champions League Club gehen. Und wenn wir nicht Champions League spielen sollten und Gladbach dafür schon, dann hätte er ja keinen Grund zu uns zu wechseln. Das ist auf jeden Fall eine Bedingung dafür, dass wir ja Neuhaus holen können. Das ist klar, dazu hat er noch gesagt, dass wir Khedira zum ZDM umwandeln können und Baumgartner auf die Liste packen sollen. Das finde ich ist ein sehr, sehr guter Vorschlag. Den hatte ich auch schon so ein bisschen noch im Hinterkopf, aber noch nicht auf die Liste gepackt. Und der könnte in der Tat eines Tages Marco Reus beerben. Ich glaube, Jarek Verscheren ist auch noch neu hier auf der Liste. Patrick Schick habe ich nochmal drauf getan. Und dann habe ich noch für die Linksverteidigung, habe ich Kamara raufgetan. Ein sehr interessanter Mann, Routinier, der ja auf jeden Fall schon bewiesen hat, dass er ordentlich spielen kann. Und falls wir Nico Schulz verkaufen, was sehr wahrscheinlich ist im nächsten Sommer, könnte ich mir den gut vorstellen. Ebenso wie Alderweireld ich mir irgendwann mal bei uns vorstellen könnte, wäre wieder einmal so ein Belgier, der zum BVB kommt. Da haben wir ja jetzt schon drei mit Meunier, Witzel und Hazard. Und vielleicht eher so als erfahrener Mann neben Mats Hummels nochmal, das könnte ich mir auch gut vorstellen im Sommer. Jetzt geht es aber rein in die Champions League gegen Real Madrid. Ich freue mich extrem auf dieses Spiel. Bevor ich es jetzt aber doch vergesse, machen wir noch schnell hier die Umwandlung bei Khedira. Und ich glaube auch, dass er noch mal ein bisschen Rating dazu bekommen könnte dadurch und auf jeden Fall nicht so schnell an Rating verliert. Falls euch das Video gefallen sollte, dann lasst gerne auch einen Daumen nach oben da und ein Abo, dann verpasst ihr keine Videos mehr. Alle drei Tage kommt aktuell die BVB-Karriere, bald wird sie auch alle zwei Tage kommen. Also ja, ich habe richtig Bock auf dieses Projekt und natürlich weiter Transfervorschläge, Verbesserungsvorschläge, alles Mögliche in die Kommentare. Und jetzt geht's wirklich rein in den Signal Iduna Park gegen Real. Es ist soweit, das entscheidende Spiel in der Champions League, es steht an im Signal Iduna Park. Das ist genau das, worauf ich mich so sehr in dieser Karriere freue. Solche Partien in der Champions League gegen Real, gegen vielleicht Manchester United, Liverpool, auch mal gegen Bayern vielleicht. Das wird einfach, ja, genau das macht doch hier diese Karriere aus. Die gelbe Wand erleuchtet da wirklich wunderbar und wir spielen gegen Real. Das Hinspielergebnis 1:1, das ist nicht schlecht, aber Real, wenn die im Rückspiel gefordert sind, dann sind sie meistens auch so richtig da. Und damit blicken wir jetzt mal auf die Aufstellungen beider Mannschaften. Und starten tun wir natürlich mit unserer Startformation. Bürki als Pokaltorwart hier natürlich im Tor. Marvin Hitz dafür nur auf der Bank. In der Bundesliga wird er dann wieder spielen dürfen. Guerrero, Hummels, Can, Meunier, die Viererkette, Can und Delaney dann im Zentrum. Hazard, Sancho, Reus, Haaland, die Offensive. Also der Torschütze aus dem Hinspiel, Khedira, nur auf der Bank. Aufgrund von ja, fehlender Fitness und Delaney wird seinen Job, da bin ich mir sicher, auch sehr, sehr gut machen. Und ja, jetzt gucken wir gleich natürlich noch nach diesem Mannschaftsfoto hier auf die Mannschaft von Real Madrid, die natürlich gefordert sind. Wenn es beim 0-0 bleibt, dann wären wir weiter. Das wäre natürlich der Super-GAU für Real. Aber
die Mannschaft, die wir hier sehen, die hat auf jeden Fall das Potenzial, sich durchzusetzen. Thibaut Courtois im Tor, davor die Viererkette mit Carvajal, Ramos, Varane und links ist es, denke ich, Mondi, Casemiro, Modric, Kroos, das ja erfolgreichste Mittelfeld vielleicht aller Zeiten, Hazard, Benzema und Rodrigo. Das ist eine sehr, sehr gute Mannschaft, die wir heute schlagen müssen. Und Real startet gut und jetzt kriegen sie einen Elfmeter. Wofür denn das? Nach 4 Minuten Real mit einem Blitzstart haben direkt komplett Druck gemacht und sind jetzt hier mit dem Elfmeter kurz davor, das 1:0 zu erzielen. Aber wofür kriegen sie den? Dafür? Also das finde ich sehr, sehr hart entschieden vom Schiedsrichter. Aber damit müssen wir jetzt leben. Roman Bürki, kann er ein Zeichen setzen in Richtung der nächsten Saison, sich wieder als Nummer 1 zu präsentieren? Das wäre natürlich hier die Riesenchance gegen Karim Benzema, der Franzose, gegen Bürki und Latte und jetzt und nochmal Bürki und Hazard und nein und Delaney und weg damit. Haaland kriegt einen langen Ball von Julian Brandt und Haaland ist durch und eine sehr starke Parade von Thibaut Courtois. Ja, kommt, das ist stark rausgespielt für Carvajal und dann ist es sogar fast ein Eigentor. Jo, dann kassieren wir so ein Gegentor. Roman Bürki, wie man ihn kennt. Ey, wir haben so gut verteidigt in dieser Partie. Mittlerweile in der zweiten Halbzeit eingekommen. Khedira ist reingekommen für Brandt und nachdem er ja beim Elfmeter Werbung für sich machen konnte, ist das jetzt mal wieder negative Werbung für Roman Bürki, die einfach zeigt, warum er ja bei uns ein Wackelkandidat ist. Genau wegen solchen Bällen unter Bedrängen ist natürlich, das kann mal passieren, aber es passiert ihm viel zu häufig. Oh, da ist Hazard, super gemacht. Oh, das war stark. Ist es Abseits? Nein, es ist kein Abseits. 2:0, jetzt hat Real genau das, was sie wollen. Wir müssen ein bisschen mehr nach vorne machen, was wir ja bis jetzt eher wenig getan haben. Und dann haben sie eben Räume, das machen sie hier klasse. Ich weiß gar nicht, ob es ein, ja, am Ende ist es ein Eigentor von Emre Can. Aber da muss er hin, da kann er ja nichts machen. Wenn er nicht hingeht, dann schiebt ihn halt Rodrigo rein. Deshalb kein Vorwurf an ihn, aber das war schlecht verteidigt, ja, im Grundsätzlichen. Es laufen die letzten Minuten. Es ist ja das Pokal, das Champions League aus. Es ist bitter. Aber nach dem 2:0 war klar, dass es richtig, richtig schwer wird. Wir hatten zwar noch ein paar Gelegenheiten nach vorne, konnten diese aber nicht mehr nutzen und die Jungs sind doch einfach fertig. Muss man ganz ehrlich sagen, Marco Reus läuft hier wirklich auf ja, letzter Tube, genauso wie Guerrero. Die können einfach nicht mehr, aber sie müssen halt spielen. Weil sie unsere besten Spieler sind, am Ende setzt sich Real hier mit dem 2:0 Auswärtssieg durch. Sie stehen im Viertelfinale. Es ist bitter, aber es ist in Ordnung, denn jetzt können wir uns voll auf die Liga konzentrieren, auf die Champions-League-Qualifikation fürs nächste Jahr und dann im neuen Jahr wieder angreifen. Vielleicht treffen wir dann in der nächsten Saison ja nochmal auf Real und können ein bisschen Vergeltung ja, verüben. Julian Brandt musste sich ja im letzten Spiel verletzungsbedingt runternehmen. Der fehlt jetzt auch für 5 Tage. Der hat sich jetzt hier aber erstmal gemeldet, dass er ja erstmal wieder zufrieden ist. Hat jetzt ja auch in der Champions League spielen dürfen. Also das ist, denke ich, schon ein Zeichen, dass wir weiterhin auf ihn setzen. Kurzer Blick auf die Tabelle. Sieht aktuell sehr gut aus. Klar, wir sind nur 3 Punkte vor Wolfsburg auf P5. Und P5 wäre ja die Katastrophe. Keine Champions League nächstes Jahr. Aber wir sind jetzt auch nicht ewig weit weg von Leverkusen. Heißt auch, die Vizemeisterschaft wäre noch eine Option. Jetzt geht es rein gegen Hoffenheim. Eben ohne Julian Brandt auf jeden Fall. Und auch ansonsten. Ansonsten müssen wir hier groß rotieren, denn ja, die Jungs sind einfach durch. Also wir haben es wirklich so richtig rotiert. Piszczek heute in der Startelf und Kapitän. Reus fehlt, Hummels fehlt, Guerrero fehlt. Also hier hat einige Spieler, die noch gar nicht für uns gespielt haben, auch in der Startformation. Dennoch Hoffenheim, vielleicht sind da Punkte drin in der Simulation. Brav spielt auch mal wieder und es ist eine Niederlage. Und die tut natürlich richtig weh im Rennen um die Champions League Plätze. Gegen den 17. aus Bremen können wir wieder auf die ja, Stammelf setzen. Währenddessen hat sich Khedira auf die ZDM-Position umtrainiert. Er ist auch um ein Rating hochgegangen, also wie Paul es gesagt hat. Und wir konnten Brav zum linken Mittelfeldspieler machen. 17. Bremen, wie gesagt, da wollen wir auf jeden Fall gewinnen. Und das klappt auch ganz knapp. 2:1, immer Toprak, trifft der Ex-Dortmunder und Doppelpack von Haaland. Bürki hat sich mittlerweile gemeldet, dass er unzufrieden ist, dass er so wenig spielt. Mal gucken, wie das mit ihm weitergeht, weil in dieser Saison werden wir weiter auf Hits setzen im Tor.
Pastlak würde sich gerne mit uns über einen neuen Vertrag unterhalten und ich wäre dabei, mit ihm nochmal kurzfristig zu verlängern. Es geht wirklich darum, kurzfristig ein Jahr am liebsten, um zu gucken, ja, brauchen wir ihn nicht. Das ist auf jeden Fall so mein Vorschlag. In echt ist auch noch nicht klar, ob er ja beim BVB bleiben darf oder ob er gehen muss. Deshalb würde ich versuchen, hier einen kurzfristigen Vertrag zu machen. Damit ist die Pastlak-Seite auch zufrieden. Keine Freigabesumme nehmen wir auch so hin. Hätte aber auch kein Problem damit gehabt, hätte er eine verlangt. Und vom Gehalt werden wir etwas runtergehen, weil er einfach kein Spieler ist, auf den wir ja setzen wollen oder der besonders wichtig ist. Und sie wollen tatsächlich hochgehen. Naja, okay, wir nehmen das jetzt mal an. Es ist ja nur ein Jahr. Vor dem Topspiel gegen RB sind wir Vierter, RB Dritter. 2 Punkte trennen uns. Die erste Elf ist am Start. Wir werden Julian Brandt noch hier reinsetzen anstelle von Jude Bellingham. Ansonsten passt die Mannschaft so. Und ja, gegen RB, das wird nicht leicht. Simulation, können wir punkten? Wir holen den Punkt. Moukoko ist mit der Erlösung in der 89. Spielminute zur Stelle nach Einwechslung. Hummels kriegt gelb, Brandt kriegt sogar gelb-rot. Moukoko wurde früh für Haaland eingewechselt und macht dann auch das entscheidende Tor. Mit nur 3 Punkten Vorsprung auf den 5. Platz auf Wolfsburg geht es jetzt rein in den deutschen Klassiker in der Münchner Allianz Arena, die hier natürlich nicht so heißt, weil die Lizenzen ja bei PES sind, was ja auch für mich ganz okay ist. Ihr seht es, der VfL ist nah an uns dran. Wir spielen jetzt gegen den letztjährigen Meister und jetzt wieder neuen Meister, denn die Bayern stehen bereits als Meister fest am 29. Spieltag. Ein vertrautes Gesicht, Robert Lewandowski, der Ex-Dortmunder, wird er uns heute mal wieder die Hütte vollschießen? Ich hoffe es natürlich nicht. Müller führt heute die Bayern als Kapitän aufs Feld. Neuer spielt dennoch Hernandez, Alaba, Süle, Rocker davor die Viererkette. Kimmich, Goretzka dann im Zentrum, Sané, Gnabry, Müller und vorne Robert Lewandowski. Bisschen ja seltsam, dass Rocker rechts spielt und Kimmich im Zentrum. Aber okay, nehmen wir jetzt so hin. Ciro Immobile haben wir ja gesehen in einer der letzten Folgen, dass der hier hingewechselt ist. Ein ehemaliger Dortmunder. Bei uns hits natürlich im Tor, Viererkette wie gewohnt. Delaney und Bellingham dann das Mittelfeld. Rainer, Reus, Sancho und Haaland dann vorne. Wir müssen ja auf Brand verzichten. Daher wird auf der Bank ersetzt durch Brav. Reus für Haaland und Haaland ist da tatsächlich zur Stelle. Haaland auf dem Weg zum Tor versucht jetzt hier nochmal um Alaba rumzukurven und dann mit einem sauberen Abschluss zum 1:0 gegen die Bayern. Das wäre natürlich ein Ding, wenn wir hier, ich glaube, für die erste Bayern-Niederlage überhaupt in der Saison sorgen könnten. Das wäre sehr, sehr stark. Super Pass von Marco Reus, unserem Capitano. Und dann Haaland mit einem saustarken Abschluss. Jetzt kommen wir bei die Bayern. Robert Lewandowski. Oh, dann machen sie es aber zu kompliziert. Und Marvin Hitz ist dann da. Jadon Sancho. Und die Riesengelegenheit auf 2:0 zu erhöhen. Aber der Ball geht dann doch einen Meter am Tor vorbei. Müller hat durchgesteckt für Gnabry und Hitz mit einer super Parade. Hält hier die Führung in der zweiten Halbzeit auch erstmal fest. Kontergelegenheit über Jadon Sancho. Sancho finden wir in der Mitte die Anspielstation. Nochmal den Ball vorgelegt und da ist Marco Reus. Oh, Niklas Süle blockt den Schuss. Oh, das ist der Ausgleich. Was war das denn jetzt für schon wieder ein Kacktor? Ey, wir haben so schlechte Gegentore diese Folge. Goretzka macht es, aber ey, das da mit Lewandowski in der Auslinie, da müssen wir nochmal raufgucken. Also, der Ausgleich geht in Ordnung, aber hier, Lewandowski. Und da dachte ich, ich habe den Ball schon mit Emre Can, aber ich habe A gedrückt, dass er ihn halt wegspielt, rausspielt auf irgendeiner, der sich draußen anbietet. Aber ja, der Computer dachte sich, nee, da bist du aber noch nicht am Ball. Goretzka mit dem Tor. Moukoko geht einfach mal. Und mit dem Abschluss brav an der Auslinie. Pfosten. Brav Moukoko und auch Sagadou mittlerweile eingewechselt. Und die beiden offensiven Youngsters hier nochmal mit der großen Gelegenheit. Costa, nein, das kann's nicht sein. 90. Minute und die Bayern, sie gewinnen dieses Spiel noch. Choupo-Moting eingewechselt für Lewandowski. Choupo-Moting wurde eingewechselt und nicht Ciro Immobile. Aber Hansi Flick hat alles richtig gemacht, denn der Kameruner, der machte das Tor gegen den BVB, der ebenso eingewechselte Costa mit der Vorlage. Ja, das ist ganz, ganz bitter. Das war's. Wir verlieren dieses Spiel noch, nachdem wir ja richtig gut gestartet sind, hatten wir irgendwann, glaube ich, auch einfach keine Kraft mehr. Die Wechsel
haben bei uns nicht so richtig gefruchtet, bei den Bayern viel mehr. Und am Ende gewinnen die Bayern noch ganz spät den deutschen Klassiker gegen den BVB. Also auch wir können die Bayern in dieser Saison nicht schlagen und immerhin hat Wolfsburg nur unentschieden gespielt. Gegen Hoffenheim war es, glaube ich, oder? Ja, 1:1 haben sie da gespielt. Es bleibt extrem spannend, 5 Punkte haben wir aktuell auf den zweiten, aber RB und auch Leverkusen, sie können noch dreifach punkten, die haben ein Spiel weniger. Und Gladbach kann halt auch nochmal richtig rankommen in die Champions-League-Verlosung. Hier und heute gegen Köln müssen unbedingt 3 Punkte her. Deshalb werde ich auch Reyna und Bellingham heute mal runternehmen und auf die erfahrenen Kräfte mit Brandt und Hazard setzen. Es müssen 3 Punkte her gegen Köln. Keine Frage, die sind 16. Da müssen wir punkten. Tun es auch Reus, Haaland und Delaney mit den Toren. Es ist der 32. Spieltag. Es ist das Borussen-Duell im Signal Iduna Park. Und es ist nach wie vor der absolute Kampf um die Champions-League-Qualifikation für den BVB, aber auch für Gladbach. Wenn die hier heute gegen uns gewinnen, können sie nochmal bis auf einen einzigen Punkt an uns rankommen. Wolfsburg hat ihr vorletztes Spiel verloren, das letzte Spiel aber gewonnen. Und wir haben jetzt noch ein Spiel nachzuholen im Vergleich mit Wolfsburg und könnten auf 5 Punkte wegziehen, wenn wir hier heute gewinnen. Gegen unseren vielleichtigen Sommerneuzugang gegen Florian Neuhaus. Das wäre schon eine Geschichte, wenn Gladbach mit Neuhaus jetzt uns aus den Champions League reinkicken würde oder zumindest kurz davor stehen würde. Wir haben ja noch ein Topspiel gegen Leverkusen in naher Zukunft. Das hier ist Rocher. Der spielt heute das erste Mal für den BVB im Tor. Die Viererkette leicht verändert, Semi Khedira und Bellingham im Zentrum. Dann haben wir Hazard, den Ex-Gladbacher Reus und Sancho und Haaland vorne im Sturm. Wir probieren etwas natürlich mit Rocher, aber er ist richtig gut. Er ist richtig gut und soll das heute zeigen. Er ist auch nicht der größte Torwart, genauso wie sein großes Vorbild, hat er selbst gesagt. Jan Sommer sei sein großes Vorbild. Liegt auf der Hand bei der Größe. Und der steht natürlich bei den Borussen, bei Gladbach im Tor. Eine starke Viererkette mit Benzebaini und Ex-Dortmunder Ginter. So. Und dann eben Zakaria Neuhaus, das Zentrum. Eine starke Offensive mit dem Ex-Schalker Embolo ganz vorne drin. Stindl wird krass sein, Thuram wird schwierig zu bespielen sein. Noch ein Ex-Dortmunder mit Hoffmann. Und das hier ist Rocher, der steht hier heute vor seinem ersten Spiel für den BVB. Zum Show. Reus 1-0. Der ehemalige Gladbacher, mittlerweile ja seit Jahren beim BVB und auch Kapitän. Er macht das Tor, was uns erstmal ja hier in dieser Partie in eine gute Ausgangslage bringt und natürlich auch in Sachen der Tabelle. Sancho mit der Vorlage ganz einfach gemacht, einfach reingelaufen, dann abgelegt für Marco Reus. Oh, Sancho 2-0. Glück gehabt, aber das Glück nehmen wir mit. Pech gegen Bayern, heute nehmen wir auch das Glück auf unserer Seite mit. Sancho mit dem 2-0 noch in der ersten Halbzeit. Hazard hier, dann kommt er ganz glücklich, wie gesagt, zu Sancho. Ein trockener Abschluss, keine Chance für Sommer und die 2-0 Führung für den BVB. Dira, wunderbar für Sancho. Sancho legt ihn nochmal rüber für Haaland. 3-0 BVB. Oh, da ist Gladbach und Hoffmann mit dem Anschlusstreffer noch in der ersten Halbzeit. Da konnte Rocher im Tor überhaupt nichts machen. Das war einfach super gespielt vom Nationalspieler. Dann auch perfekt abgeschlossen und der Pass, der kam tatsächlich von Neuhaus. Guter Ball von Haaland auf Jadon Sancho, der mit dem 4-1 und damit mit der Entscheidung, der BVB gewinnt hier heute gegen Gladbach. Jo, jetzt haben wir den roten Karton. Roter Karton für Guerrero. Angeblich eine Notbremse. Kann man anders sehen. Also war ein bisschen unnötig das Ganze. Wird jetzt hier leider überhaupt nicht gezeigt. Da müssen wir da einmal selbst drauf gucken. Weil, ja, das war irgendwie alles ungünstig. Also Zagadou muss hier gegen Hannes Wolf den Ball gewinnen. Der nimmt da aber Zagadou ganz schön hops und dann kommt da eben Guerrero den Tick zu spät. Es ist hauchdünn, dass er nicht den Ball trifft. Ich glaube, er trifft sogar leicht den Ball, aber er trifft halt auch Hannes Wolf. Er hindert ihn schon an einer klaren Torschance, das kann man so sagen. Rote Karte dazu, noch eine super Freistoßposition für Matthias Ginter tatsächlich. Den Ex-Dortmunder kann sich vielleicht Rocher im Tor beweisen. Kommt der Schuss? Nein, es wird überlaufen und dann wird quergelegt und dann kommt der Abschluss und dann ist Bellingham da und kann erstmal ablocken und dann gibt es Ecke.
Gab sogar nur Abstoß und dafür gibt es ein weiteres Debüt. Noah Hartmann kommt rein für Thorgan Hazard, der nächste Jugendspieler, der heute eine Chance bekommt. Moukoko geschickt von Sami Khedira. Moukoko. Und da wäre Hartmann, der versucht, den Ball nochmal rüber zu spielen. Gelingt nicht so ganz. Aber den kann Moukoko auch einfach mal machen. Ja, jetzt ist halt die linke Seite extrem offen. Das ist natürlich auch undankbar für Noah Hartmann. Es ist das 4:2, es ist wieder Hoffmann, der ja das Tor gegen uns erzielt. Und es ist wieder Neuhaus mit der Vorlage. Aber da ist halt da hinten einfach alles offen. Reus, Reus! Was ein Ding nochmal vom Capitano. Das 5:2. Vorlage geht an Moukoko und ein sauberer Schuss von Marco Reus, der hier mal so richtig einen raushaut gegen den Ex-Verein. Marco Reus sichert die 3 Punkte hier heute nochmals ab mit diesem Knaller. Der BVB gewinnt also das Duell um die Champions League Plätze gegen die Borussia aus Gladbach mit 5:2. Eine rote Karte gab es auch noch. Ein sehr, sehr interessantes Spiel, was glücklich für den BVB ausging. Bürki ist trotz dessen, dass wir ihn, seitdem er sich gemeldet hat, dass er zu wenig spielt, jetzt wieder glücklicher. Also ganz weird, aber nehmen wir so hin. Hitz heute wieder nur auf der Bank, denn Rocher, der seinen Job gegen Gladbach gut gemacht hat, zwei Gegentore kassiert hat, aber für die konnte er nichts und ansonsten hat er alles gehalten, was in irgendeiner Form auf sein Tor kam. Er ist heute wieder in der Startformation. Paslak übernimmt die linke Seite. Ja, ich werde einfach Nico Schulz nicht einsetzen. Der wird uns im Sommer auf jeden Fall verlassen. Das ist für mich klar. Und Hartmann, ja, der hat ein ordentliches Debüt gemacht. Wird jetzt aber auch erstmal wieder draußen bleiben, weil natürlich auch ein Brav spielen muss. Ein Rainer. Wir haben sehr, sehr viele Spieler auf dem Flügel. Und deshalb wird es für Hartmann wohl eher schwer sein, jetzt in der nächsten Zeit in die Mannschaft zu kommen. Es sei denn natürlich über eine Leihe, wo er sich dann gut entwickelt. Das ist auch eher der Plan. Gegen Bielefeld können wir jetzt aber tatsächlich die Champions League Qualifikation sicher machen mit einem Dreier. 3 Punkte brauchen wir. Mit einem Punkt wäre es rechnerisch noch möglich, wenn Wolfsburg gewinnt. Also einfach gewinnen und dann sind wir in der Champions League. Let's go, lasst uns dieses Spiel gewinnen. Wir tun es. 3:0, Sancho, Haaland und nochmal Haaland. Marco Reus ist auch gleich zufrieden. Der hatte sich natürlich, wie es so häufig ist in FIFA 21, gemeldet. Natürlich, es lief eine Zeit lang nicht gut. Wir waren nicht auf dem Champions League Platz. Jetzt sind wir aber dort gesichert. Und jetzt geht es gegen Leverkusen nur noch darum, ob wir vielleicht sogar noch Rang 3 holen. Aber das ist am Ende ja auch völlig egal. Da es gegen Leverkusen ja nun wirklich jetzt um nichts mehr geht, haben wir nochmal richtig rotiert. Schmelle bekommt sein letztes Spiel als BVB-Spieler, genauso wie Piszczek. Beide beenden ihre Karrieren nach diesem Spiel, nach dieser Saison. Bürki darf nochmal in der Liga ran, sich nochmal zeigen. Rocher hat das gut gemacht, die letzten 2 Spiele auch zu 0 gespielt, aber jetzt darf Bürki nochmal ran. Akanji spielt ebenfalls, Dahoud spielt, der wird uns ja wohl auch im Sommer verlassen und Moukoko kriegt einen Startelf-Einsatz und damit geht es rein gegen die Bender-Brüder und ja, mal gucken, ob wir hier nochmal punkten können. Es ist sogar 1 Punkt, das ist völlig in Ordnung, damit reicht es aber nicht für Platz 3, das ist völlig egal. Denn wir sind zufrieden damit, dass wir in die Champions League gekommen sind und damit können wir richtig gut für die Zukunft planen. Es war das letzte Spiel für Piszczek. Das ist schon echt ein bisschen traurig, eine absolute Dortmund-Legende. Dasselbe gilt für Marcel Schmelzer, der hier in der Berichterstattung leider nicht so gewürdigt wird wie Lukas Piszczek, aber beide haben riesen Anteile an den letztjährigen Erfolgen des BVBs, egal ob es der Finaleinzug war, das Doublesieg, die Meisterschaft oder auch der Pokalsieg mit Tuchel. Sie waren immer daran beteiligt und ja, wir können unseren Hut vor diesen Spielern einfach nur ziehen, denn sie sind ein großer Teil dieser Dortmund-Familie gewesen. Ganz kurz einmal durchgegangen, Torhüter des Turniers wurde Peter Gulaschi, der Spieler des Turniers wurde Paulsen von RB Leipzig, sehr interessant, goldener Schuh geht aber an Robert Lewandowski, Team of the Competition. Da haben wir unter anderem Neuer im Tor, obwohl er nicht bester Spieler des Turniers wurde. Aber das kennen wir ja mittlerweile aus der UEFA Team of the Year, wo Neuer bester Torwart wurde, aber Alisson in der besten Elf stand. Neuer im Tor, Angelinho, Alaba, Halstenberg, Leiner dann als Rechtsverteidiger, Sané, Stindl, Müller, Bellarabi, Paulsen und Lewandowski. Bayern wird also Meister. Am Ende haben sie tatsächlich doch noch eine einzige Niederlage. Gegen wen haben sie denn jetzt dann doch noch verloren zum Ende der Saison hin? Haben sie am letzten Spieltag verloren? Nein, da haben sie nicht verloren. Also muss es schon irgendwann davor gewesen sein. Gegen RB haben sie gewonnen. Unentschieden gegen Frankfurt.
Aber hier müsste doch irgendwo die Niederlage sein. Es ist tatsächlich gegen die Hertha. In die Champions League gehen dann Leverkusen, RB Leipzig und wir glücklicherweise am Ende sogar noch 5 Punkte vor Gladbach. Die gehen zusammen mit Wolfsburg auf jeden Fall mal in die Euroleague. Und dann haben wir dahinter das Mittelfeld mit unter anderem Frankfurt, Schalke, die Hertha, die als einzige Mannschaft gegen Bayern gewinnen konnte, Hoffenheim, Union Berlin, Stuttgart, Augsburg und dann geht es hier schon rein in den Abstiegskampf ab Stuttgart, muss man das wohl sagen, denn mit 30 Punkten und obwohl man sagt, mit 30 Punkten steigst du nicht ab, mit 30 Punkten ist Freiburg abgestiegen als letzter, wahrscheinlich der beste letzte Platz ever in der Bundesliga. Ebenso sehr, sehr stark eigentlich Mainz, 31 Punkte, dennoch abgestiegen. Köln Relegation, Bielefeld bleibt in der Liga, Werder bleibt, Augsburg bleibt und auch der VfB Stuttgart. Der DFB-Pokal, der geht tatsächlich an Vizekusen, gegen die sind wir ja auch ausgeschieden und sie gewinnen das Finale gegen Hoffenheim. Und die Champions League, die können die Bayern tatsächlich nicht verteidigen, denn sie verlieren das Finale gegen Real Madrid im Elfmeterschießen. Unfassbar bitter, aber dennoch eine unfassbar starke Saison der Bayern und es wird schwer, die in der nächsten Saison vom Thron zu schmeißen, aber um ehrlich zu sein, kann das auch noch gar nicht unser Ziel sein. Wir müssen erstmal den Umbruch ja durchführen und dann mal gucken, wie gut es laufen wird. Euroleague, da geht es tatsächlich an Gladbach, die gewinnen das Finale, das deutsche Finale gegen Leverkusen und spielen somit doch in der Champions League nächstes Jahr, weil sie sich damit ja durch den Sieg im UEFA Cup sich einfach für die Champions League qualifiziert haben. Was es aber für uns deutlich schwieriger machen wird, Neuhaus zu verpflichten, weil das wäre sonst ja viel leichter geworden. Da unsere Teamstatistiken der ganzen Spieler etwas verfälscht wurden durch die simulierte Hinrunde, wo ich ja auch schlechtere Spieler einsetzen musste, damit ich genau das Ergebnis wie in echt darstellen konnte, gucken wir uns die nicht an dieses Mal, sondern nur hier nochmal auf die Top-Torjäger. Lars Stindl und Lewandowski haben gleich viele Tore bei gleich vielen Spielen, heißt beide kriegen tatsächlich die Torjägerkanone überreicht und eigentlich müsste sie an Paulsen gehen. Ja, Paulsen müsste sie eigentlich bekommen. Der hat nämlich in 20 Spielen 33 Tore gemacht, ist damit der Beste gewesen. Hier nur auf Rang 3, müsste aber natürlich auf Rang 1 sein, weil er ein Spiel weniger gespielt hat. Bei uns der beste Haaland an Reus, aber wie gesagt, ist ein bisschen verfälscht durch die simulierte Hinrunde. Mal gucken, wie es dann im nächsten Jahr aussieht. Aber vielleicht finden wir noch den einen oder anderen interessanten Spieler für uns, und zwar González. Den könnten wir uns auf jeden Fall gleich nochmal auf unsere Liste packen, genauso wie Niederlechner. Ansonsten könnte man natürlich auch einen Yusuf Paulsen, der auch bei den Vorlagen sehr gut dabei ist, auf die Liste packen. Aber da der ja nächstes Jahr auch Champions League spielt, sehe ich das nicht so realistisch, dass er einfach zu uns geht, weil es wäre aktuell auch eher ein Rückschritt. Außerdem haben wir ja mit mit Haaland natürlich schon einen absolut überragenden Stürmer, an dem auch kein Weg vorbeiführt, und Mokoko als Backup, das geht auch schlechter. Lars Stindl auch bei den Vorlagen überragend, Sancho bei uns da sehr gut und Reus ist da unten auch noch zu sehen. Der beste Torwart war am Ende dann Peter Gulaschi, das hatten wir ja auch schon gesehen, dennoch wurde Neuer zum Besten im Turnier gewählt. Bei uns sind dann tatsächlich Birki Hitz und ich denke auch Rocher vertreten, genau. Nee, Diaka, der hat nämlich mal in der Simulation irgendwann gespielt, aber Rocher dann hat es hier leider nicht in die Statistik geschafft, obwohl er ein Spiel ohne Gegentor gespielt hat, und zwar gegen Bielefeld. So, ich habe dann jetzt nochmal 3 Spieler hinzugefügt und einmal Riedle Baku ist es. Dann haben wir natürlich, wie eben angesprochen, neu auf der Liste eben die beiden starken Torschützen Niederlechner und González. Vielleicht ja Option in der Zukunft als Backup. Und damit sind wir tatsächlich am Ende dieser Folge angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mir das zeigen wollt, dann macht es gerne durch einen Daumen nach oben. Lasst gerne ein Abo da, denn jetzt geht ja diese BVB-Karriere erst so richtig los. Alle 3 Tage kommt da eine neue Folge und dazwischen eben noch PES 21 Bayern-Karriere und VfB Lübeck in FIFA 21 auch, wo wir in einer ähnlichen Situation stecken würden. Wir sind dort ja auch ein Champions-League-Kandidat mittlerweile. Dort könnt ihr auch gerne reinschauen und ihr könnt natürlich hier unter diesem Video weitere Transfervorschläge für den Sommer dalassen. Ich habe einen gewissen Plan, was wir alles machen werden. Das gibt es dann in der nächsten Folge in 3 Tagen. Ich freue mich extrem drauf. Ich hoffe, ihr auch. Und dann sehen wir uns dort wieder. Bis dann. Macht es gut und ciao.